Ordnungspunkt 10.7 an der Reihe, eine Änderung der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden über die Gewährung von Zuwendungen für stadtteilbezogene Vorhaben. Einreicher ist der Jugendhilfeausschuss. Wird es eingebracht von Vertretern des Jugendhilfeausschusses? Ist nicht, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und ich darf Herrn Dr. Brauns für die CDU bitten. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, um es vorwegzunehmen, wir werden diesem Antrag nicht zustimmen, aus folgendem Grund. Wir wählen seit dieser Wahlperiode die Stadtbezirksbeiräte direkt, unmittelbar. Dann kommt es uns von vornherein schon nicht zu, da ihnen irgendwie etwas vorzuschreiben, ist nicht unsere Aufgabe. Und dann mag man erklären, wie auch immer, ja, hier könnte doch der Stadtbezirksbeirat doch mal irgendwas, was den Jugendhilfeausschuss angeht, irgendwie etwas abstimmen, was nicht konform ist mit der Linie und was weiß ich des Jugendhilfeausschusses. Also allein das ist schon mal kann man nur sagen, wenn man auf dem hohen Ross sitzt. Meine Damen und Herren, so geht es nicht. Da erwarte ich mir eigentlich mehr Respekt vor dem frei gewählten Amt des Stadtbezirksbeirates wie des Ortschaftsrates. Es mag sein, und das ist ja wohl der Anlass für diesen Antrag, dass da etwas entschieden worden ist, was möglicherweise rechtlich bedenklich ist. Ich drücke mich mal da ganz vorsichtig aus. Das kann doch aber und das muss auch jedenfalls mit der Autorität des freien Wählers, mit dem die Stadtbezirksbeiräte versehen sind, das müssen die dann aushalten. Genauso wie wir es aushalten müssen, wenn wir etwas beschließen, was rechtlich bedenklich ist, im schlimmsten Fall rechtswidrig ist, dann muss es vom Oberbürgermeister beanstandet werden und dann müssen wir darüber noch mal befinden. Oder es wird eine Ersatzvornahme gemacht. Und hier kommt die Besonderheit hinzu, hier wird dann, anders als es die Mehrheit, die Stadtbezirksräte frei wählen ließ, also die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat mit der Mehrheit, diejenigen sagen jetzt, nee, jetzt geht uns das dann aber auch zu weit, wenn ihr das so macht, dann müssen wir euch gängeln, also da, wo wir so funktioniert das nicht. Das geht nicht, das ist unehrlich. Dann muss man, wenn man A sagt, muss man B sagen, dann muss man den Stadtbezirksbeiräten die Freiheit geben, insoweit kann ich mich wiederholen, dann müssen sie die Erfahrung machen, war es rechtswidrig, war es nicht rechtswidrig und das ist passend und das ist die Systematik, das ist eines frei gewählten Amtes würdig, nichts anderes und dem wollen wir Rechnung tragen, deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Vielen Dank. So, wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Dann als nächstes AfD, Herr Gierke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, es gibt zwei Punkte an diesem Antrag, die man bemängeln kann. Der erste Punkt wurde schon umfänglich von Dr. Brauns, CDU, gemacht. Das brauche ich ja nicht nochmal wiederholen. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Was den Dresdnern vermutlich nicht so sehr bewusst sein dürfte, ist, dass der Jugendhilfeausschuss nicht so sehr gewählt wird, wie jetzt zum Beispiel der Stadtrat, die Stadtbezirksbeiräte, sondern er wird zusammengestellt aus den politischen Gremien und aus den Trägern. Das heißt also, ein ungewähltes Gremium will einem gewählten Gremium die Luft abgraben. Und das ist ein demokratisches Desaster. Aber wir haben ja hier häufig den Hinweis von den Demokraten auf der linken Seite. Und da ich sportpolitischer Sprecher bin, möchte ich es mal mit einem Sportvergleich machen. Der Jugendhilfeausschuss will etwas haben. Erstes Tor. Der Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Sicherheit, in Mehrheit durch Rot-Rot-Grün besetzt, aufgrund des Wahlergebnisses, stimmt dem zu, 2-0.
Dann gibt es 10 Stadtbezirksbeiräte, die darüber entschieden haben. 8-mal Nein. Das ist schon mal 2-8, eine klare Sache eigentlich. Es gibt aber noch 2, die haben Ja gesagt. Aber die haben nicht so ohne weiteres Ja gesagt. Die haben nicht gesagt, ja, wir machen das, wie das der Jugendhilfeausschuss haben will. Sondern wir haben da ein Ja, das kann ein bisschen verändert werden, weil die Stadtbezirksbeiräte haben nämlich das Recht, da ein bisschen Einfluss drauf zu haben. Und da hat zum Beispiel Blauen gesagt, ja, aber der Jugendhilfeausschuss kann angehört werden. Also nicht, wir sagen etwas, wir empfehlen etwas, der Jugendhilfeausschuss entscheidet. Nein, der Jugendhilfeausschuss darf kommen, darf seine Meinung sagen und dann entscheidet der Stadtbezirksbeirat Blauen, machen wir so, wie die das entscheiden oder machen wir halt anders. Das ist schon mal eine schöne Sache. Jetzt kann man sich überlegen, ist dieses Jahr jetzt ein Treffer für den Jugendhilfeausschuss? Ich würde mal sagen, nein. Und es gibt in der Neustadt auch noch mal ein Jahr, aber auch die haben etwas verändert. Und da gibt es eine Veränderung, die möchte ich Ihnen mal vorlesen. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt fordert den Jugendhilfeausschuss, den Antrag zurückzuziehen. Und weil es so schön war, wiederhole ich das gern noch mal. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt fordert den Jugendhilfeausschuss, den Antrag zurückzuziehen. Eine wunderbare und schöne Sache, finde ich klasse. Wir können de facto sagen, wir haben 10-2. Von mir aus kann man sagen 4-8, das ist egal. Aber Fakt ist, es wäre rein spielerisch gesehen, man muss dagegen sein. Und jetzt stellt sich der Dresdner die Frage, ja, der Stadtrat kann jetzt machen, was er will. Das ist richtig. Und ich bin jetzt ein bisschen gemein. Ich bin jetzt gebe jetzt den Hinweis, wer von Ihnen, die Sie Stadträter, egal wo Sie sitzen, ist ein Demokrat. Jetzt werden Sie es beweisen. Herr Oberbürgermeister, ich beantrage namentliche Abstimmung. Die AfD-Fraktion wird den Antrag natürlich ablehnen, weil wir sind Demokraten. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Giesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es ist schon bemerkenswert, wie ein an sich technischer Vorgang, und es handelt sich ausschließlich um einen technischen Vorgang, dass er ideologisiert werden kann und wie er dann quasi durch die Mühle der Gremien gedreht werden kann, ohne geeignete Voraussetzungen. Fangen wir damit an. Der Jugendhilfeausschuss hat ein Recht, Anträge zu stellen. Aber der Jugendhilfeausschuss ist ein Gremium aus 15 Personen, die stimmberechtigt sind, zuzüglich einer ganzen Reihe weiterer Personen, die dort beraten sind. Wenn er den Antrag stellt, ist er darauf angewiesen, dass sein Antrag in korrekter Weise von der Verwaltung und nach Geschäftsordnung von einem seiner Mitglieder, nämlich dem Vorsitzenden, in den anderen Gremien vorgestellt und eingebracht wird. Das ist in der ersten Runde nicht passiert. Stattdessen haben sämtliche Stadtbezirksbeiräte von ihren Stadtbezirksamtsleitern quasi die Weisung bekommen oder die Mitteilung bekommen, das sei hier ein ganz schlimmer Übergriff des Jugendhilfeausschusses. Entsprechend haben sie sich verhalten, weil es ist natürlich eine komplizierte Materie und in dieser komplizierten Materie glauben sie selbstverständlich ihrem Stadtbezirksamtsleiter. Das ist moniert worden, sehr heftig vom Jugendhilfeausschuss, es gab eine zweite Runde, aber da sind die Messen eigentlich schon gesungen gewesen, zumindest die Haltung der Stadtbezirksamtsleiter, die sich abgesprochen haben, war überall identisch. Wir haben das auch im Jugendhilfeausschuss heftig kritisiert. Das Ganze wiederholt sich. Nein, das ist nicht unglaublich, Herr Dr. Brauns. Sie können es ganz genau so in den Protokollen nachlesen. Sie können es in der Auswertung des Jugendhilfeausschusses nachlesen, der sich darüber verständigt hat. Und Sie können hier unglaublich schreien, ich bin im Moment noch bei einer Sachverhaltsschilderung. Reine Sachverhaltsschilderung. So, gut jetzt, ich bin dran. Die ganze Sache setzt sich heute fort, indem auch hier wieder derjenige, der eigentlich den Jugendhilfeausschuss vertreten muss, und zwar nach seiner Geschäftsordnung, das kann nur einer, nämlich sein Vorsitzender, den Beschluss hier nicht vorstellt. Es kann nicht irgendein Jugendhilfeausschussmitglied da auftreten und den Antrag einbringen. Das muss nach Geschäftsordnung der Oberbürgermeister machen oder der Jugendhilfeausschuss bestimmt für den Fall, dass er es nicht möchte oder kann, einen anderen. Das muss aber der Vorsitzende anregen, hat er nicht getan. Deswegen melde ich mich nicht, um den Antrag einzubringen. Ich kann aber zur Sache reden. Und das tue ich quasi für meine Fraktion. Was steckt dahinter? Hinter dieser ganzen Angelegenheit steckt eine Diskussion, die wir über längere Zeit noch führen werden, nämlich, wie sind die Kompetenzen der tatsächlich gewählten Stadtbezirksbeiräte, die mit Mitteln ausgestattet worden sind, übrigens auf Antrag unserer Fraktion, auf heftiges Hinwirken mit Mitteln ausgestattet, wie sind deren Kompetenzen, mit den anderen Kompetenzen anderer Gremien, Ämter etc. abzugleichen.
Und da ist die Haltung an vielen Stellen noch sich entwickelnd. Hier aber gibt es eine Rechtsvorschrift. Die Rechtsvorschrift des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, das sagt, für alles, was SGB VIII betrifft, gibt es ein zuständiges Amt. Und diesem einen zuständigen Amt ist der Ausschuss angehörig. Er ist nämlich Teil dieses Amtes. Und das mag willkürlich klingen, aber es hat ganz einfach auch Qualitätsfragen zur Folge oder zur Ursache. Wir sind nämlich in einem Bereich, wo Maßnahmen gefördert werden für Kinder und Jugendliche. Und wo Menschen in dieser Stadt davon ausgehen, dass wenn sie ihre Kinder in so eine Maßnahme schicken, der öffentliche Träger mit seiner Gesamtverantwortung darauf wacht, dass dort alles in Ordnung ist. Und dafür gibt es eine Struktur. Und die Struktur ist das Jugendamt. Das sind nicht die Stadtbezirksämter, die können das gar nicht. Im Jugendhilfeausschuss selbst ist dann diskutiert worden, ob das ab dem ersten Euro sein muss oder ob man dort eine Bagatellgrenze einführt und sagt, wenn es weniger als eine bestimmte Summe ist, dann ist das wahrscheinlich machbar. Aber ab einer gewissen Bagatelle sollte man eine Qualitätsbetrachtung durch den Jugendhilfeausschuss brauchen. Und verfahrensseitig ist das einfach eine Zustimmung. Und da geht es eben nicht darum, irgendwas abzugraben, sondern da geht es darum, dass dieser Antrag, der dann gestellt werden muss von dem Träger, nach vielen, vielen Kriterien geprüft wird, ob er überhaupt förderfähig ist. Und wir fügen ein einziges Kriterium hinzu, nämlich das Ja des zuständigen Fachausschusses. Und das zu ideologisieren und zu behaupten, da wollte jemand dem demokratischen Gremium was wegnehmen, ist falsch, es ist genau umgedreht. Wir lassen dem demokratischen Gremium gewählt, direkt, die Entscheidung, ob man etwas fördern will oder nicht. Ausschließlich in den Punkten, wo es eine Frage der Qualität ist oder der Eignung des Trägers, könnten wir Nein sagen. Das Ganze kann der Träger übrigens prüfen, denn wir sind ja im Bereich von Ermessensentscheidungen, die hinterher gerichtlich nachprüfbar sind. Da kann also gar keine Willkür in diesem Sinne stattfinden. So, dass dieser Antrag, wie gesagt, durch die Mühlen gedreht worden ist, inzwischen fast 2 Jahre im Umlauf ist, ist extrem ärgerlich. Ich weiß nur eins, wenn er abgelehnt wird, bleibt genau diese Konkurrenz zwischen einer bundesgesetzlichen Zuständigkeitszuschreibung und einer Entscheidungshoheit von Stadtbezirksbeiräten bestehen und sie muss dann anders gelöst werden. Und dann hoffe ich, dass der Oberbürgermeister endlich wach wird, er oder sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin, endlich wach wird und von sich aus Verfahren entwirft und vorschlägt, die diese Konkurrenzen vernünftiger Rechtsgüter miteinander so abwägen und in Einklang bringen, dass die Verfahren gut laufen und man eben nicht hier in so eine ideologisierte Diskussion kommt. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung SPD-Fraktion, Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Braun, zunächst einmal, ich bin wirklich sehr begeistert darüber, dass Sie und Ihre Fraktion mittlerweile auch so eine große Begeisterung für die Stadtbezirksbeiratsverfassung und für die Möglichkeiten, die den Stadtbezirksbeiräten gegen ihre Stimme, die Stimmen ihrer Fraktion eingeräumt worden ist. Ich denke, das sollten wir auch gemeinsam tatsächlich mit Leben erfüllen. Ich hatte mir eigentlich als Einstieg aufgeschrieben, für die Juristen nur den Paragraphen zu zitieren und für die Nichtjuristen es nochmal zu erläutern. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, Herr Dr. Brauns, von Ihrem Vortrag. Deswegen würde ich es dann vielleicht auch nochmal für alle erläutern. Aus Artikel 31 des Grundgesetzes ergibt sich das Bundesrecht, Landesrecht und in der Folge natürlich auch kommunale Regelungen und Satzungen bricht. Und hier geht es, ja, das mag jetzt für viele im Raum ein bisschen nerdig sein, um das SGB VIII, um das Kinder- und Jugendhilferecht. Damit befassen sich auch Juristen nicht per se immer unbedingt. Und da ist, Herr Kiesling hat ja auch schon ausgeführt, ganz klar geregelt. Und deswegen möchte ich beantragen, dass wir über die Beschlussempfehlung, die zweite Beschlussempfehlung des Stadtbezirksbeirats Plauen, abstimmen. Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit Auslassung drittens der Förderung der freien Jugendhilfe. Das ist ein Bundesgesetz, da steht allen, mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe. Die Änderung im Stadtbezirksbeirat Plauen, der Kollege von der AfD, Stadtbezirksbeiräte wie Jugendhilfeausschuss sind gewählte Gremien. Das einzige demokratische Desaster hier ist die AfD-Fraktion. Wir werden nämlich jetzt bei dieser Abstimmung, um in Ihren Worten zu bleiben, tatsächlich beweisen, wer die Demokratinnen hier im Raum sind, nämlich die, die sich auch an die Regeln oder für die Regeln unseres Rechtsstaates und unserer Gesetze interessieren.
Allerdings ist tatsächlich, wenn man in dem entsprechenden Paragraphen 71 SGB 8, wer es nochmal nachlesen will, weiterliest, steht dann, der Jugendhilfeausschuss, soll vor jeder Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe gehört werden. Deswegen ist aus meiner Perspektive die Beschlussempfehlung des Stadtbezirksbeirats Plauen genau die richtige. Darüber sollten wir abstimmen. Die haben nämlich genau das da eingefügt, dass in diesen Fällen angehört werden soll. Am Ende haben sie dann weiterhin das entsprechende Beschlussrecht. Ich wäre jetzt durchaus auch sehr irritiert, dass ein Gremium im Stadtbezirksbeirat oder sei es ein Ausschuss oder der Stadtrat, wenn wirklich inhaltliche, formale oder juristische Gründe aus dem Bereich der Jugendhilfe dort vorgebracht wird, ein solches Gremium dann das überstimmt. Die werden sich dann schon auch sachlich damit auseinandersetzen. Sie können natürlich, wie Sie es hier vorhin gerade gesagt haben, einfach ablehnen, diesen Antrag in der Fassung Plauen oder in der Originalfassung. Das wird dann an der Sache nichts ändern, weil Bundesrecht bricht Landesrecht. Dann sind solche Beschlüsse, die dann eben so gefällt werden, ohne dass der Jugendhilfeausschuss angehört worden ist, jedes Mal zum Widerspruch durch den Oberbürgermeister geeignet oder im Zweifelsfall auch beklagbar. Insofern kommen wir doch bitte zu einer Lösung in der Sache zurück, stimmen über die Beschlussempfehlung vom Stadtbezirksbeirat Plauen, die zweite davon, ab und haben eine Lösung, die hier vielleicht auch vernünftig sein kann. Vielen Dank. Wir gehen weiter in der Fraktionsrunde. Herr Zastrow für die FDP. Also ich verstehe die Debatte überhaupt nicht, weil das doch ein langer Kampf gewesen ist, der nun gerade auch von der Seite geführt worden ist, die Stadtbezirksbeiräte mit mehr Rechten, mit mehr Kraft, mit mehr Kompetenzen auszustatten. Das war die Diskussion der letzten Legislatur und am Ende haben wir uns dazu durchgerungen, das auch zu machen. Die haben mehr Rechte bekommen, die haben eigene Budgets bekommen und sie haben das, was der Jugendhilfeausschuss im Übrigen nicht hat. Sie werden direkt vom Volk gewählt. Und das macht sie zu etwas ganz Besonderem und deswegen halte ich das ja auch für eine Frechheit, denen die Kompetenz in diesen Entscheidungen abzusprechen. Und das machen sie. Ich bin selber Stadtbezirksbeirat in der Neustadt in einem Gremium, wo es ja, da gibt es ja nur grünes, rotes, was weiß ich, buntes. Und da ist man ja fast alleine als Bürgerlicher. Aber die Diskussion in dieser Sache, wie bitte? Echt? Kannst du das so einschätzen? Ach, weil dir beim letzten Mal meine Meinung gefallen hat. Klar, logisch. Ab und zu. So, wir haben dort darüber diskutiert und die Meinung von all Ihren Parteimitgliedern durch die Bank weg war sehr eindeutig. Es ist ja vorhin bereits gesagt worden, was der Stadtbezirksbeirat festgelegt hat. Und beim besten Willen, und diese Frechheit nehme ich mir jetzt heraus, der Jugendhilfeausschuss kann doch dem wirklich sehr jungen Stadtbezirksbeirat Neustadt nie und nimmer auch nur irgendwie das Wasser reichen. Wenn jemand weiß, was in dem Stadtteil funktioniert, dann sind es doch die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates. Weil die verteilen wie kein anderer Stadtbezirksbeirat die Fördermittel unter sich. Die wissen genau, wo sie ankommen müssen. Entschuldigung, ich zerstöre hier gerade etwas. Das kann ein Jugendhilfeausschuss, der das theoretisch betrachtet, doch nie und nimmer besser machen. Und deswegen ist das ein Angriff auf den Stadtbezirksbeirat. Das ist eine Rolle rückwärts, das ist völlig inkonsequent zu dem, was wir bisher immer dazu gesagt haben. Deswegen erwarte ich von allen, dass sie das ablehnen. Dankeschön. Für Dissidenten das Wort gewünscht? Na, Herr Schmelig, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, also ich habe jetzt nur das Wort ergriffen, weil ich meinen Kollegen Lichti überzeugen will. Scherz beiseite. Herr Zastrow, Sie haben mit sehr blumigen Worten versucht, hier jetzt sozusagen eine Lanze für das Selbstbestimmungsrecht der Stadtbezirksbeiräte zu
brechen, eine Lanze zu brechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Erinnerung reicht durchaus noch auf das Jahr 2020, 19, 18, 17 zurück. Und ich muss mal sagen, die gesamte Seite dieses Stadtrates hat sich, was die demokratischen Beteiligungsrechte, was die Mittel der Stadtbezirksbeiräte angeht, ein Shitreck drum gekümmert. Und vor allen Dingen die Direktwahl bekämpft bis zur letzten Sekunde. Bis zur letzten Sekunde. In der Schlussabstimmung, gucken Sie rein. Unabhängig davon, ist es einfach falsch, jetzt denjenigen, die sich massiv für die Stärkung der Rechte von Stadtbezirken eingesetzt haben, und Sie können es mir glauben, und jeder, der ein bisschen länger in diesem Stadtrat rumturnt, weiß im Grunde genommen, wann ich zum ersten Mal zu diesem Thema auch hier gesprochen habe, da gehörte ich nur gar nicht dem Stadtrat an, dass den anderen jetzt vorgeworfen wird, sie wollten quasi eine Bevormundung der Stadtbezirksbeiräte erreichen. Nein, Herr Sastro, darum geht es nicht. Und deshalb lassen Sie uns sachlich bleiben. Es geht, und da hat Frau Rohwieser zu Recht darauf hingewiesen, das hat ja selbst ein Stadtbezirksbeirat so in die Beschlussempfehlung reingeschrieben. Es geht darum, dass wir eben einen, Sie mögen ja den Jugendhilfeausschuss nicht mögen, das kam ja in Ihren Worten auch deutlich zum Ausdruck. Aber dennoch müssen wir doch einfach akzeptieren, dass auch wir als Stadtrat an Recht und Gesetz gebunden sind. Das werden Sie wohl nicht bezweifeln. Und wenn es denn nun mal so ist, das können wir auch falsch finden, aber wenn es nun mal so ist, dass das Jugendhilferecht ein Sonderrecht ist, ein Recht ist, das auch im Grunde genommen dem Jugendhilfeausschuss weitgehende Rechte oder ich möchte mal sagen viele und fast alle Rechte im Kontext mit Jugendhilfe einräumt, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass wir an einer Stelle, wo die Stadtbezirksbeiräte dankenswerterweise mit dazu beitragen, dass Jugendhilfearbeit in den Stadtteilen ermöglicht wird oder verbessert wird durch eigene Mittel, dennoch das dafür zuständige Gremien den Jugendhilfeausschuss nicht sozusagen entrechten. Das heißt, es geht darum, die Wahrung der Rechte der Stadtbezirksbeiräte einerseits, unter Beachtung allerdings der rechtlichen Vorschriften eines verbindlichen Bundesgesetzes. Darum geht es nicht um mehr, aber auch nicht um weniger. Und deshalb glaube ich, dass die Beschlussempfehlung, die dort in dem Stadtbezirksbeirat Plauen getroffen wurde, eine vernünftige ist, die nämlich genau diese beiden Interessen miteinander vereint. Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass wir genau dem hier zustimmen. Vielen Dank. So, wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Sehe ich nicht, dann habe ich weitere Wortmeldungen. Jetzt Herr Treves und dann Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich außerordentlich, dass die Fraktion der Stadtbezirksbeiräte-Fans so deutlich gewachsen ist in diesem Haus. Das ist eine schöne Entwicklung, es ist auch wirklich eine Genugtuung, dass so ein rot-rot-grüner Erfolg aus der letzten Wahlperiode endlich auch anerkannt wird und sich immer mehr Menschen, Herr Hilbert macht das schon seit ein paar Jahren, mit den fremden Federn schmücken, das jetzt als Erfolg voraustragen, obwohl sie es selber gar nicht wollten am Anfang. Das ist mir schon nochmal wichtig an dieser Stelle zu betonen. Ich möchte auch nochmal für den Vorschlag von Frau Frohwieser werben. Der Stadtbezirksbeirat Plauen hat da wirklich eine kluge Idee entwickelt, die nicht nur klug ist, sondern auch rechtskonform und eben genau dem Rechnung trägt, was Sie, Herr Zastro, auch gerade gesagt haben, nämlich dem Stadtbezirksbeirat nicht das Letztentscheidungsrecht zu nehmen, weil der Stadtbezirksbeirat Plauen das Verfahren vorgeschlagen hat, bei allen Sachen, die SGB VIII relevant sind, muss der Jugendhilfeausschuss angehört werden. Aber die letztendliche Entscheidung treffen trotzdem noch die Stadtbezirksbeiräte. Es geht also darum, eine fachliche Stellungnahme vom Jugendhilfeausschuss zu bekommen, der für das Thema nach dem SGB VIII zuständig ist, aber nicht das Letztentscheidungsrecht an den Jugendhilfeausschuss zu geben, sondern das bei den Stadtbezirksbeiräten zu lassen und sie damit eben nicht in ihren Rechten zu beschneiden. Und ich halte das wirklich für einen klugen Vorschlag, der auch mit den gesetzlichen Regelungen, meine Fraktionsvorsitzende hat es ausgeführt, vereinbar ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal dafür werben, dass wir diesen Weg hier gemeinsam gehen. Als nächster Redner Herr Pinkert und dann Herr Dr. Brauns.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Grundsätzlich ist es so, der OB hätte ja jetzt diese Vorlage, diesen Antrag einbringen können, weil er ist der Chef des Jugendhilfeausschusses. Hat er nie gemacht, er hat auch den Antrag eigentlich nie unterstützt. Es haben sich auch sehr oft keine Jugendhilfemitglieder gefunden in den SBRs, um ihren Antrag vorzustellen. Der Antrag kommt hauptsächlich vom Herrn Kiesling persönlich. Und im Grundsatz ist er eigentlich komplett obsolet, weil alle Vorhaben, die den SGB VIII betreffen, werden von den Stadtbezirksämtern im Jugendamt angefragt und geprüft rechtlich, ob die zulässig sind. Das heißt, es gibt schon eine Vorprüfung. Der Herr Kiesling möchte sich aber mit anderen gerne noch weiter einmischen. Das hängt damit zusammen, dass teilweise in den Stadtbezirksbeiräten Projekte gefördert wurden, die die Bürger gut finden, ja, die die Stadtbezirksbeiräte gut finden, die aber vielleicht nicht unbedingt auf der politischen Agenda von dem Jugendhilfeausschuss stehen oder von einem Teil des Jugendhilfeausschusses. Das sind nicht alle, möchte man dazu sagen. Es gibt auch Menschen, die doch darüber nachdenken, was sie machen und ob das alles richtig ist und ob man sich dort wirklich selber bedient, weil die Jugendhilfe ist im Großteil eigentlich leider ein Selbstbedienungsladen geworden, weil es wird dort, ich will mal sagen, nie abgesprochen, aber es wird dort schon mehr oder weniger das Geld so verteilt, wie man das gerne möchte. Jetzt genau zum Text im Antrag. Hier steht drin, bei Vorhaben, die in den Bereich SGB VIII fallen und Personalkostenförderung beinhalten oder im Fördervolumen über 10.000 Euro liegen, den Jugendhilfeausschuss zustimmt. Das heißt, wenn ich schon 10 Euro Personalkostenförderung habe und es fällt in den SGB VIII, das heißt Arbeit mit Kindern, ja, muss der Jugendhilfeausschuss sich damit beschäftigen. Dann tut der Jugendhilfeausschuss erstmal diese Vorlage aus dem Stadtbezirksbeirat in einen Unterausschuss überweisen. Der soll sich dann damit beschäftigen und dann kommt das wieder zurück zum Jugendhilfeausschuss und der berät das dann und tut das dann vielleicht positiv Bescheid. Das heißt, ungefähr nach 3 bis 4 Monaten kommt dieser Antrag dann wieder zurück in den Stadtbezirksbeirat. Das heißt, es werden dann so gut wie keine Projekte mehr genehmigt werden können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, warum eine Deckelung auf 10.000 Euro, wenn es keine Personalkosten gibt? Was hat er denn für ein Problem, wenn andere Projekte gefördert werden, wenn zum Beispiel bei irgendwelchen, die auch mit Kindern teilweise arbeiten, Toiletten für 12.000 Euro eingebaut werden? Das hat mir an Kiesling gestört. Ja? Oder dass eben ein Projekt gefördert wird, welches offen ist für alle Bürger, wo aber auch Kinder hingehen. Und das wurde aber betrieben von einem christlichen Verein. Na, das war dem Herrn Kiesling auch nie gefallen. Das waren ja nie die Roten Falken oder sonstige. Ja? So sieht's aus. Im Grundsatz muss ich sagen, da ja sowieso das Jugendamt schon involviert ist, ist es obsolet. Aber der Punkt ist der, man kann natürlich darüber nachdenken und dem Vorschlag vom SBR Plauen zustimmen, wenn man mal von den 10.000 Euro absieht, aber das tut dann auch nicht mehr weh, weil es ist doch richtig, dass die Jugendhilfe gehört wird, wenn das betrifft den SGB VIII. Im Moment wird die Jugendamtleitung gefragt und die prüft intern. Frau Frohwieser, das sind ausgebildete Herrschaften, die sowas bearbeiten. Ja? Es geht hier um Gesetzeslage. Deswegen habe ich gesagt, wir können grundsätzlich der Beschlussempfehlung des SBR Plauen eigentlich was abgewinnen, aber da wir noch intern deswegen Kommunikationsbedarf haben, beantrage ich noch 5 Minuten Auszeit. Danke. Als nächste Wortmeldung Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zunächst wundert es mich etwas, dass etwas hier untergegangen ist, was der Herr Kiesig gesagt hat. Und das finde ich ziemlich eine Beleidigung für jeden Stadtbezirksbeirat. Sie haben gesagt, da haben die Stadtbezirksamtsleiter mal gesagt, nee, das brauchen wir alles nicht und dann haben die alle ihr Hemdchen gehoben. Was ist das denn für eine Meinung von den Kollegen in den Stadtbezirksbeiräten? Und genau das ist der Geist dieses Antrags. Das sind irgendwelche minderbemittelten Kleinen, denen man nicht zutraut, denen muss ich eine Regel an die Hand geben, weil wenn ich das nicht tue, dann laufen die nicht geradeaus. Unglaublich, meine Damen und Herren, unglaublich. So, und das,
Und dann können Sie hier natürlich feiern, dass das Ihr politischer Erfolg ist. Nur im Unterschied zu Ihnen, wenn der Stadtrat mal etwas beschlossen hat, was gegen unsere Ansichten ist, dann ist es mal beschlossen und dann nutzen wir nicht jede Gelegenheit, das wieder zu ändern. Das ist Ihre Politik. Und deswegen kommen wir in der Stadt auch nicht weiter. Weil in dem Moment, wo Sie die Mehrheit haben, dann machen Sie was, dann drehen Sie es um. Auf Teufel komm heraus. Und das geht nicht. Meine Damen und Herren, und das regt mich, diese Geringschätzung von den Kollegen, das ist unglaublich und das regt mich auf und deswegen sehen Sie es mir bitte nach. Ich will da noch zu den, und es ist, Frau Frohwieser, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen SGB 8 und das, was die Stellung, die der Jugendhilfeausschuss hat, dass die berücksichtigt werden müssen, ist völlig klar. Nur die Frage ist, wo verorte ich das? Und ich kann jetzt nicht an einem Donnerstag um 21.30 Uhr mit einer Debatte anfangen, die irgendwie in den Ausschuss gehört, wo wir es hätten machen müssen. Da ist aber kein Mensch von Ihnen darauf gekommen und das hat auch niemand gemacht. Nee, das haben wir nicht zweimal gemacht. Und selbst wenn wir das dann noch wollen, es ist doch eine, das, worum es hier geht, ist eine Geschäftsordnungsfrage der Stadtbezirksbeiräte. Da hat eine solche Regelung in einer Förderrichtlinie aber auch gleich gar nichts zu suchen. So, und deswegen, meine Damen und Herren, das Einzige, was man hier machen kann, dem würden wir mitgehen, wenn man uns das sagt, wir vertagen das Ganze nochmal, dann gehen wir nochmal in den Ausschuss Allgemeine Verwaltung, aber so funktioniert es nicht. So funktioniert es tatsächlich nicht. Das ist Murks, was hier gemacht wird, und ich wiederhole nochmal, der Geist, der hier drin steht, das ist der von Herrn Kiesling, den er hier die Katze aus dem Sack gelassen hat. Und das machen wir nicht mit. Wir lehnen das ab, auch diese Sache, die sie hier vorgeschlagen hat. Das machen wir nicht mit. So, das hat zu weiteren Wortmeldungen geführt. Frau Frohwieser und Herr Kiesling. Also, Herr Dr. Brauns, das ist schon mal zurücküberwiesen worden aus dem Stadtrat in die Ausschüsse und nochmal durch alle Stadtbezirksbeiräte. Dann gab es im Stadtbezirksbeirat Plauen diese Fassung, über die ich gerade eben gesprochen habe, weil unsere jetzige Stadtbezirksordnung rechtswidrig ist. Sie ist rechtswidrig, diese Regelung wird sowieso, Obersticht unter, sagt der Jurist, glaube ich, immer wieder ziehen. Und wir haben diese Beschlussempfehlung des Stadtbezirksbeirats Plauen auch im AV, in der zweiten, als der AV sich zum zweiten Mal damit beschäftigt hat, zur Abstimmung gestellt. Wir haben es genauso wie hier diskutiert. Was soll das jetzt bringen, es nochmal zurückzuschicken? Wir haben die Argumente jetzt zweimal ausgetauscht. Nehmen Sie es zur Kenntnis. Sie haben, glaube ich, sogar in Jura promoviert. Dann werden wir es eben im Zweifelsfall vor Gericht austragen. Ich würde mir aber wirklich wünschen, dass alle hier im Saal zur Sache zurückkommen und zur Kenntnis nehmen, Herr Pinkert, im Gesetz steht, der Jugendhilfeausschuss ist anzuhören. Und genau das ist die Beschlussempfehlung des Stadtbezirksbeirats Plauen, die Ihnen inzwischen seit Monaten vorliegt, solange wir diesen Punkt schon vor uns herschieben. Ringen Sie sich durch, stimmen Sie zu, dem Antrag über Stadtbezirksbeirat Plauen abzustimmen und räumen wir dieses Thema endlich ab. Vielen Dank. Herr Kiesling. Ja, meine Damen und Herren, was für eine lebendige Debatte. Und wie lustvoll doch die Rechte auf den Mann geht. Also Herr Dr. Brauns, wenn wir uns nie an anderen Stellen schon in anderer Form und freundlich und nett unterhalten hätten, um gemeinsame Dinge durchzusetzen, wäre ich ja tatsächlich ein bisschen beleidigt. Bin ich aber nicht. Und ich habe auch diese gesamte Diskussionslinie hindurch, sagen, mich nie als Parteipolitiker betätigt. Ich bin auch zu keinem einzigen Stadtbezirksbeirat gegangen, um dort meine Mitglieder aus unseren Reihen in irgendeiner Form zu beeinflussen. Es ist eine reine Fachdebatte. Reine Fachdebatte. Es ehrt mich ja, dass sie mich als Teufel an die Wand malen, der hier alles steuern will. Was wir vorschlagen ist, der Jugendhilfeausschuss, der es noch verändert hat, das, was ich da gesagt habe, ist in einem Förderverfahren ein Jahr als Zuwendungsbedingung. Nichts weiter, nichts weiter. Und sie bauen sich auf und sie leiten daraus eine Geringschätzung der Stadtbezirksräte ab. Was ich gesagt habe, ist was anderes, Herr Dr. Braunsen. Hören Sie noch mal zu.
wenn Sie einen Antrag einbringen, als CDU oder als Dr. Brauns, mit mir und noch zwei anderen Stadträten gemeinsam, das durften wir, der geht durch alle Stadtbezirke, durch alle Stadtbezirksbeiräte. Und wir haben keine Gelegenheit, den Antrag vorzustellen. Es liegt aus der Fachverwaltung eine verheerende Stellungnahme vor, die im Übrigen falsch ist, aber sie liegt vor. Und der Stadtbezirksamtsleiter sagt den Kolleginnen und Kollegen, die dort sitzen, das ist alles Quatsch. Und es ist noch dazu eine schwere, fachliche und den Stadtbezirksbeirat sonst kaum betreffende Materie, bei dem es so klingt, als ob ihm etwas weggenommen würde. Dann ist das Ergebnis vorhersehbar. Und das ist keine Geringschätzung der Kolleginnen und Kollegen, die dort sitzen, sondern das ist eine ganz normale Betrachtung eines Vorganges, den wir genauso gesehen haben. Ja, genauso gesehen haben. Und ich hätte, wenn ich sie geringschätzen würde, die parteipolitische Karte gezogen, ich wäre zu allen gegangen, ich hätte sie alle vorneweg ausgerichtet. Nein, genau das machen wir nicht. Und wenn diese Debatte jetzt so ausgeht, dass dieser Weg abgelehnt wird, dann müssen wir andere Wege prüfen, wie das im Übrigen eben nicht nur Anhörungsrecht, was Dana sagt, sondern das Beschlussrecht des Jugendhilfeausschusses in der Förderung und das Recht des Stadtbezirksbeirates, über sein Geld zu entscheiden, in eine vernünftige Übereinstimmung gebracht werden kann. So, das ist die Aufgabe. Wenn dieser Weg jetzt abgelehnt wird, dann ist er abgelehnt. Da bin ich vollkommen frei von Emotionen, dann muss ein anderer gefunden werden. Dann müssen wir uns auf die Suche machen, was ich mir halt nur wünschen würde. Ist, dass diese Suche nicht dem Jugendhilfeausschuss überlassen wird oder einzelnen Mitgliedern, sondern dass diese Suche produktiv mitgestaltet wird vom Rechtsamt, von den Rechtsauffassungen und Juristen im Jugendbereich, dass am Ende das Verfahren so ist, dass niemand um seine Rechte gebracht wird. Niemand. Denn das, was Sie machen im Moment, ist der Versuch, eine vernünftige, sachliche und unaufgeregte Meinungsäußerung, quasi eine Bitte des Jugendhilfeausschusses, aufzublasen zu einer feindseligen Äußerung. Und das ist nicht der Fall. Es ist an keiner Stelle passiert, außer in der Vorstellungswelt rechts hier, die das überall propagiert haben. Ist es aber praktisch nicht. Ja? Und deswegen sehe ich das gelassen. Aus meiner Sicht, ich bin da, habe in meiner Fraktion gesagt, Blauen ist zu wenig, weil der Jugendhilfeausschuss auch noch ein Beschlussrecht hat, nicht nur ein Anhörungsrecht, das sind zwei verschiedene Dinge. Sagen, ne? Aber sagen, an der Stelle, wenn die Auszeit der AfD ist, können wir noch mal drüber reden, ob wir Blauen machen. Aber ich nehme das Angebot übrigens an und ich beantrage eine Rücküberweisung in AV, damit nämlich die Debatte dort geführt werden kann. In der letzten AV-Sitzung, wo es besprochen worden ist, war ja ein weiterer Vertreter des Jugendhilfeausschusses da, der Vertreter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Und dort haben Sie ja dann zugestimmt, Dr. Braun. Sie haben ja zugehört und haben ja zugestimmt dem Vorschlag des Jugendhilfeausschusses nach einigen fachlichen Sachen. Vielleicht ist es nochmal auf diese Art und Weise zu klären, also mein Antrag Rücküberweisung in den AV. Und wir können die Debatte gern weiterführen. Wir können diesen Vorschlag auch dort gern durch einen anderen geeigneten ersetzen. Vollkommen einfach. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, im Stadtbezirksbeirat Altstadt war Herr Kiesling zu der Debatte da. Ich habe recht guten Kontakt dorthin. Frau Krause, vielleicht können Sie das bestätigen, ob Herr Kiesling da war oder nicht. Ich glaube, er war da. Und ich möchte nur ein was sagen. Wir haben im letzten Gespräch, als wir über die Stadtbezirksbeiräte und die Stadtbezirksbeiratsverfassung gesprochen haben, ja mehrfach bemängelt, dass es teilweise ziemlich lange dauert, ehe beantragte Vorhaben letzten Endes dann beschieden, also bestätigt werden, abgestimmt werden, beschieden werden und so weiter, dass es ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Und das Verfahren wollen wir durch eine zusätzliche Anhörung in dem Ausschuss noch weiter verlängern. Halte ich für einen falschen Weg, für einen absolut falschen Weg. Und Sie sagen jetzt, die Stadtbezirksamtsleiter haben negativ auf die Stadtbezirksbeiräte eingewirkt. Also ich kenne nicht alle von denen. Ich war nicht in vielen Stadtbezirksbeiratssitzungen anderer Stadtbezirke, allerdings in der Altstadt. Und ich kann ein was sagen, Herr Kiesling, das, was Sie da sagen, verallgemeinert über die Stadtbezirksamtsleiter, ist eine bodenlose Frechheit. Und gerade der Stadtbezirksamtsleiter in Altstadt und Neustadt, der Herr Barth, ist jemand, der sehr konstruktiv arbeitet mit den Stadtbezirksbeiräten, der entsprechend auch mit der Verwaltung immer vernünftige Statements abgibt. Und was Sie hier so ablassen, das hat dann schon langsam wieder ein Geschmäckle. Ich war fast geneigt, darüber zu sagen, wir können noch mal über den Vorschlag von der Frau Frohwiese reden, aber so wie Sie jetzt gerade in die Debatte reingegangen sind, folgen wir dann doch eher unserer eigentlich festgelegten Meinung. Wir werden das Ganze hier ablehnen. Danke. So.
So, weitere Wortmeldung sehe ich erstmal nicht. Es ist Auszeit kurz beantragt worden, dem würde ich auch kurz stattgeben. Will, bevor wir aber in die Auszeit gehen, noch mal sagen, was mir derzeit an Anträgen vorliegt. Da war beantragt namentliche Abstimmung, darüber wäre abzustimmen. Ob das passiert, das würde ich tun. Dann war die Rücküberweisung in den RV beantragt und als Abstimmungsgrundlage den Bericht des Stadtbezirksbeirates Plauen vom 15.06.2021 zu nehmen. Das war der dritte Antrag, der vorliegt. Und damit würde ich eine kurze Auszeit machen und dann kommen wir zur Abstimmung. So, meine Damen, können wir fortsetzen? Dann bitte ich, die Plätze wieder einzunehmen und die bilateralen Gespräche noch für wenige Minuten zu vertagen. Und dann können wir dann in die Abstimmungen eintreten. Gibt es noch weitere Anträge? Das kann ich nicht erkennen. Dann würde ich es abarbeiten. Beginne mal mit dem Rücküberweisungsantrag in den Ausschuss Allgemeine Verwaltung. Wer dem stattgeben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung.
41 Ja-Stimmen, 24 Nein, 4 Enthaltungen. Damit hätte sich erstmal alles weitere übrig. Es ist zurücküberwiesen in den Ausschuss Allgemeine Verwaltung. Und mit Blick auf die Uhr und mit dem, was als nächster Punkt mit doch relativ vielen Rednern vor uns steht, würde ich empfehlen, dass wir an dieser Stelle die Sitzung schließen und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und einen guten Nachhauseweg.